Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem, dem 65. Ja, und ich muss euch sagen, ich habe nachgeguckt und ja, ein Assassine wie Matthew kann nicht mehr klauen von Gegnern. Und da ich unbedingt die Lichtrune möchte, habe ich mich entschieden, Legold mitzunehmen und Florine eine Pause zu gönnen, weil die jetzt schon fast Level 16 ist und die erstmal eine Pause verdient hat, würde ich sagen. So, dann muss ich aber nochmal die Karte eben kurz prüfen und die Formation ändern, weil ich möchte nicht, dass der jetzt hier so viel, zu direkt losgeht. Ich würde sagen, so ist okay. Du kannst dahin gehen. Okay, das passt. Okay. So, ich habe mir nämlich geplant, dass ein paar Einheiten hier hingehen, ein paar hier hin und ein paar hier, dass wir uns nämlich aufteilen auf diese drei Brücken. Und vor allen Dingen muss Heath hier mitgehen, weil hier ein Dorf ist und, ich gebe es zu, es ist der zweite Anlauf, den ich jetzt hier starte und, der erste Anlauf ist leider in die Hose gegangen, weil da ein Bandit hingekommen ist. Und, gut, wäre das jetzt kein wichtiger Gegenstand, hätte ich jetzt gesagt, ich lasse es sein und mache da jetzt einfach so weiter und, pfeife auf diesen Gegenstand. Aber der ist wichtig. Ist natürlich nicht so wichtig, aber, na gut, jetzt doch wichtig, nicht wichtig. Also, eigentlich bräuchte ich ihn nicht, aber ich möchte euch unbedingt was zeigen und in einem der folgenden Kapitel und dafür brauche ich unbedingt den Warpstab, ansonsten habe ich da keine Chance. Und deswegen habe ich mich entschieden, mache ich das nochmal und werde direkt mit Heath hier lang gehen. Ich habe den nämlich erstmal hier oben hingeschickt, weil das eigentlich unnötig war. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ihn erstmal hier links mitzugehen zu lassen. So, des Weiteren würde ich sagen, ich würde dann nochmal so überlegen, kommt Erk dahin mit und du gehst dahin und dann geht Serra nochmal hier unten mit. Oder eigentlich ist es egal, wo Erk lang geht eigentlich, oder? Eigentlich schon, ne? Egal, ich überleg's mir gleich, wie ich das mit der Aufteilung mache. Egal, ich würde sagen, wir legen jetzt los, wir wollen keine weitere Bescheidenheit sehen. Wir wollen jetzt loslegen. Und Merlinus setzen wir natürlich auch wieder ein. So. Keine langen Reden, es geht direkt los. So, und ihr seht es wahrscheinlich schon, wir haben hier eine etwas größere Map als sonst hier bei diesem Tempel der Siegel. Bei diesem wahnsinnigen Schwert hier. Und deshalb ist es unsere Aufgabe hier, so schnell wie es geht, alle Einheiten zu besiegen. Alle 43, die hier sind, die ihr sehen könnt. Und es kommen auch noch mehr. Also da braucht ihr keine Sorgen zu haben. So, dann gehst du hier auch mal hin mit, würde ich sagen, mit deinem Hammer, genau. Das ist eine gute Idee. Matthew, du kümmerst dich mal um den hier, weil der einen Schnitter hat. Und ein Schnitter ist nicht gut, ist gar nicht gut. Deshalb hoffe ich mal auch, dass du den killst irgendwie. Aber natürlich lässt du dich treffen. Naja, egal. Hauptsache, der ist besiegt. Und schon mal schön ein paar Erfahrungspunkte. Und das Waffenlevel passend zu Beginn erhöht. Das ist nice. So, dann kommt Hector mit. Du nimmst mal dein Stahlschwert. Dann würde ich sagen, kommt Kenneth hier mit. Und wer noch? Ah ja, genau. Heath kommt ja hier lang. Genau, Heath kommt ja hier mit lang, okay. Dann würde ich sagen, kommt Serra hierhin mit, in die Mitte, damit sie auch für den Notfall mal ihren Purgativstab benutzen können. Sane kommt auch mal hierhin mit seinem Wurfbeil. Legold kommt hier lang, wegen natürlich unserem Freund hier mit seiner Lichtrune. Und vielleicht schaffen wir sogar auch dem hier das Wasserjuwel abzuknöpfen. Mal sehen, was wir so schaffen. Ich würde sagen, sie kann ja auch mal hier lang, aber ich würde sagen, vorher... Geht er hier lang? Natürlich ist Lynn eine Sie. Raven geht hier lang, aber natürlich nicht dahin, damit er nicht angreifen kann und wird. So, dorthin. Die drei reichen hier oben. Und dann darf unsere darf Ninian nochmal für die Serra tanzen, damit sie sich noch einmal bewegen kann. Sehr schön. So. Und ich würde sagen, es wird gerade hier ein bisschen... Egal. Ich würde sagen, ich wollte jetzt eigentlich hier bei mir was runter... Ach, egal, was soll's. Vergesst es einfach. So, wir lassen jetzt die Gegner mal ziehen. Oh, die Musik erstmal hier. Echt nicht schlecht. Aber merkt schon so langsam. Die Gegner werden immer stärker.
und haben auch immer mehr geile Sachen. Und ja, es geht so langsam Richtung Finale. Alles zu beachten, vieles zu beachten, vieles zu bedenken, ist nicht leicht. Aber ich denke mal, wir haben hier in der Mittlere mit Oswin und Dorcas zwei Einheiten, die vor Verteidigung nur so sprotzen. Also sozusagen eine lebende Wand darstellen. Und deshalb können wir da erstmal vieles abwehren. Gut, natürlich kommt im Laufe des Gefechts auch noch hinterrücks ein paar Einheiten, nämlich Vyvern-Ritter. Und das ist nicht so toll. Da müssen wir uns nämlich auch drauf Acht geben. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mit Heath so schnell wie es geht zu dem Dorf komme. Und warum hast du nicht bist nicht ausgewichen, Matthew? Naja, egal. Hauptsache, der ist tot. Und du könntest gerne mal kritten. Naja, egal. Scheint wohl, dass du gleich dein Level up hast. Ja. So, dann hol dir jetzt mal ein Level ab. Vor allen Dingen mit einem Critical Hit. Oh, sehr nice. 100 Erfahrungspunkte waren das, ne? Nicht schlecht. Aber er kann es gebrauchen, wenn ich das so sagen kann. Er kann es echt gebrauchen. Okay, der oben, der ist das da, der gemeine Bandit. Ja. Ich frag mal nicht nach, was das jetzt schon wieder sollte. So, hieß, genau. Geh mal mit Ahokaracho nach vorne und nimm mal dein Stahlschwert. Moment mal, was soll ich denn am besten aus? Ja, mit dem Stahlschwert, okay. Weil jetzt wird ja auch die Ballisten werden natürlich auch auf ihn gehen, aber juckt mich ja nicht. Er hat den Delphi-Schild. So, dann geht Matthew hier hin, er geht dahin und dann darf Kenneth unseren Matthew heilen. Unseren neuen geilen Assassine. Weil so einen wie Jafar, den brauche ich ja nicht mehr. Regt mich immer noch ein bisschen auf, Komm schon, sag schon. Dass er unseren Freund, und dass er Sunia gekillt hat. Mit seinem Critical Hit. Naja, kann man nichts machen. So, die beiden bleiben hier unten. So, dann würde ich mal sagen, darfst du dich mal um den hier kümmern? Genau, du darfst mal den hier mit deiner Stahlaxt umnieten. Oh, 3x0, da ist es zum ersten Mal, die dreifache 0. Tja, mein Freund, bring dir deine Giftlanze auch nix. So ein Schwachsinn wie Giftlanze braucht man echt nicht. So, dann darf mal Lynn mit ihrem Stahlbogen den hier ausschalten, der ebenfalls keinen Schaden macht. No damage, reicht sogar aus. Und dann würde ich sagen, darf Erk sich noch um diesen Reiter da kümmern. Ja, Feuer reicht bestimmt dick aus. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Der Erk mit seinen lila Haaren. So. Was macht Lloyds Armee? Kommen noch mehr? Ja, natürlich kommen da noch mehr. Da kommt er direkt mit seiner Zwingaxt. Oh, wer weiß, vielleicht schaffe ich das hier. Ja gut, das war klar. Oh, wie süß, Lanzenmeister. Finde ich zwar schade, dass jetzt wieder Erfahrung... Ach nö, tut's gar nicht. Perfekt. Gut hieß, dass du nur einmal angegriffen hast. Das finde ich gut. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Aber echt geil, die Musik, muss man mal so sagen. Einen Schaden hat er gemacht, wie süß. Vorbei. Ja, die mit ihren Ballisten, die nichts können. Och, wie süß. Ja, ich brauche, glaube ich, nichts mehr zu sagen, ne, dass die wirklich schwächeln von den Gegnern. So.
So, jetzt sieht alles schon wieder besser aus hier. So, gleich können wir mit Heath in den Laden gehen. Und ich würde mal sagen... Okay, der kommt da noch hin, der nicht mehr. Okay. Ja gut, dann lassen wir zumindest schon mal den einen da seine Ballistas aufbrauchen. Der kommt auch nicht hin. Okay, gut. So, die Ballisten kommen aber dahin. Okay, das ist natürlich weniger schön. Deshalb lasse ich die erstmal kommen. Wie gesagt, du nimmst... oh, unterstützen. Geil. Du nimmst die Meisteraxt und unterstützt dich mit Matthew. Guten Tag, junger Meister. Wie geht's euch? Oh, Matthew. Ich hörte, ihr seid sehr stark. Aber wenn es irgendwas gibt, das ich für euch tun kann, zögert bitte nicht, mich danach zu fragen. Sprecht nur ein Wort und ich entwende Heilenbalsam selbst aus den Taschen unserer Feinde. Es kann durchaus sein, dass ich dich noch darum bitten werde. Sagt, seid ihr denn kein bisschen hungrig? Jetzt wo du es sagst, hätte wohl eine Ration mitnehmen sollen, denke ich. Überlass das nur mir. Ich dachte schon, dass wir welche brauchen würden. Daher habe ich welche eingepackt, bevor wir losgezogen sind. Hier in eurer Tasche. Das war sehr umsichtig. Ich meine, hey, was soll das? Ihr seid stark, junger Meister. Darum geht es nicht. Und ich wunderte mich, weil meine Tasche so schwer war. Du solltest deinen Meister nicht zusätzliche Lasten aufbürden. Verstanden? Aber ihr wart immer großzügig, mein Lord. Ich sollte... Ach, warum bleiben die Faulen und Fußlappen immer an mir hängen? Junger Meister, warte doch auf mich. Ja. Ich würde mal sagen, zu diesem Dialog, zu diesem Unterstützungsdialog, sage ich mal, nichts. So, dann holen wir uns mal den ersten, das erste Geschenk ab, das Wasserjuwel. Das könnten wir nämlich schön verkaufen. Vielleicht gab es ja doch noch, dass wir alles hier klauen. Und auch uns, wie gesagt, uns den Inhalt... Ah, ne, du bleibst lieber da, Ellie Wood. Nicht, dass da gleich die Hinterrücksverstärkung kommt. So, Lynn, das darfst du mal machen. Ja, nimm mal das Manikati, genau. Tschüss. Genau, nimm das Manikati. Weil du hast ja auch notwendig. Ist notwendig zu trainieren. Ja, ist okay. Ist okay. Ich glaube, Lynn wird auch noch auf die 40 kommen mit KP. Das ist ziemlich gut. So, ich würde sagen, dann darf Ninian mal ein Tänzchen wagen. Damit unser Sane dann auch den da gleich wieder rauspacken kann. Und ich bin am Überlegen, mal kurz zu cutten, weil ich das mal doch machen muss. Okay, dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, da wäre ich auch schon wieder. So, ja, müssen wir noch was tun? Ich würde sagen, nein. Okay, perfekt. Dann lassen wir unsere Freunde aus Byron wiederziehen. Ach, wie süß. Ja, ich würde sagen, es wird wohl viel sein, was Orswin jetzt abfangen würde. Nur warum er noch seinen Langspeer hat, frage ich mich warum. Weil eigentlich wäre jetzt eine Stahlaxt viel besser geeignet. Naja, egal. Er kriegt ja auch Erfahrungspunkte dadurch. Ach, wie süß. Und vor allen Dingen habe ich dann auch den Vorteil mit dem gegen die Zwingaxt. Aber vielleicht geht er ja auch auf unseren Dorkas. Das fände ich natürlich auch nice. Ja, für den einen hätte man auch noch geben können. Naja, was soll's. Kommen sie schon wieder abgestampft. Ja, er geht sogar auf unseren Heck-Dorkas. Und jetzt den Hammer. Wumm. Und gleich noch einmal. Sehr schön, Dorkas. Ja, so ein Hammer zeigt schon Wirkung gegen solche dicken Ritter. Und Generäle. Ein schönes Level up. Ja, okay. Gut ausgewichen, Matthew. Und schöner Critical Hit. Und Level up. Damit hat er schon Level 3. Das ist auch gut. Hat nur 2-3 Kämpfe gemacht, glaube ich. Und schon hat er Level 3. Das ist nice. Nur ich muss natürlich aufpassen auf diesen Helden da, der jetzt auch schon kommt. Wow, 12 ist schon brutal. Matthew? Ah, ich wollte schon sagen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Und ich würde sagen, dass Hector den umbringen darf.
Oh, wie süß. Silberlanze. 3 Schaden. Oh Gott, ey. Ich hätte echt die Axt nehmen sollen. Naja, egal. Dafür sehen wir nochmal einen geilen Critical Hit. Die Axt in alle Richtungen schwingend. Und Level Up. Alter Schwede. Level 9. Nur einen Punkt bei Geschwindigkeit. Ja, gut. Also die Level Ups von unserem Freund namens, wie heißt der noch? Oswin, genau. Sind nicht ganz so wirklich die guten. Naja, was soll's. Kann man nichts ändern. Aua. Wie kannst du es wagen, da mit deiner komischen Ballista zu treffen? Daneben. Warum er überhaupt auf die Idee kommt, mit seinem Langspeer anzugreifen und nicht auf Hector zu, auf Dorcas zu gehen, da würde er zumindest noch überleben. Naja, gut, muss er ja wissen. Oh, da kommen auch schon diese lustigen Gesellen an. So, so, dann kannst du mal deinen Stahlbogen verwenden. Und sogar geil critten. Dorcas, sehr nice. Ja, und ansonsten müssen wir hier weiter stehen bleiben. Der Kriegerer, der macht noch nichts, das finde ich gut. Oh, da ist schon der hier, der schon wieder auf dem Weg deines Weges ist. Aber egal, mit hier ist besonders das Dorf hier. Ah, ihr. Wie? Geht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe niemanden gesprochen. Wartet. Nehmt diesen Stab. Ich danke euch für Prinz Zephiel. Das war Murdoch. Okay. Teleport. Ja, ein ziemlich wichtiger Stab. Der uns... Ja, der uns zu einem Shop bringt, der ziemlich lustig ist. Um das mal zu sagen. So. Stahlschwert. Perfekt. Perfekt. So, nice. Ja, ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Hätte ich das wahrscheinlich schon mich darauf konzentriert, dass ich das gecheckt, dass der hier auch runterkommt, dann wäre ich bestimmt schon längst dahin gegangen. Naja, gut. Und ich hätte wahrscheinlich auch da bleiben sollen, ne? Na gut, der wäre auch nicht gekommen. Okay. Okay. Na gut, Elixier klauen. Nee, das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht. Vor allem, weil er da auch wohl nicht hinkommt. So, ja, ansonsten sieht das wieder in Ordnung aus, würde ich sagen. Ja, komm, kann ihn ja nochmal ein paar Erfahrungspunkte holen bei unserem geilen Legold. Ich finde irgendwie, der hat ein geiles Design. Irgendwie eine geile Mütze auf oder so. Ich finde, das sieht geil aus. Naja, egal. So, Elliewood, du gehst dahin. Ja, perfekt. Okay. So, was macht der Gegner? Ich glaube, der eine hat jetzt abgehauen. Der hat genug gesehen hier. Warum habe ich schon wieder... Warum hat er immer noch seinen Langspeer? Ich bin so... Naja, so lange wahrscheinlich, bis der Langspeer kaputt ist. Und ich glaube, Langspeer halten ja sowieso nicht so viel. Und Level 10 für Oswin. Schon 3 Level-Ups bekommen. Und das sind jetzt mal gute Werte, die gestiegen sind. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Ja, ich glaube, Oswin wollte da wohl die gerechte Strafe geben, warum er da nicht auf Dorcas gegangen ist. Ja, also das war jetzt wirklich schwach. Aber diese ganzen Myrmidonen und... okay. Ich frag mal wieder nicht nach, was das bringen soll. Gut, natürlich, 8 Schaden, das ist schon nicht ohne. Oh, Level Up für Kenneth, nice. Hast jetzt deine 40 KP? Das finde ich... Ja, sehr schön. Das finde ich gut. Und 22 in Magie. Auch nicht schlecht. Auch jetzt ist mal einer so intelligent. Und trifft trotzdem nicht. Na, schade, mein Freund. So, und jetzt werde ich auch gleich daran denken, Dorcas wieder die Axt zu geben. Oswin natürlich. Einen Schaden. Ach, ist das herrlich. So, und gleich werde ich jetzt erstmal diese böden Ballisten da mal abhalten, dass die da was machen. Oh, der hat sogar überlebt. Sehr schön, dann würde ich mal sagen, darf das unsere Serra machen, oder? Ich weiß nicht. Überlege ich mir noch, wer denn killen darf. Boah, wie sie alle wieder angreifen und machen, tun.
Schade, mein Freund. Daneben. Aber nicht besiegt. Schade, Dorcas. Egal. Wow, gut ausgewichen, Legolt. Jetzt hat er da so einen blöden Langbogen. Naja, da habe ich auch schon meine Idee. Aber jetzt kommen sie alle hier. Alter Schwede. So, Glanz auf den hier und er wäre tot. Seinen blöden Langbogen. Schön ausgewichen, Serra. Und weggefetzt. Sehr schön. Badadam, badadam. So, dann, was machen wir dann? Da würde ich mal sagen, darf unser Dorcas mit seinem Klingenmeister mal den hier wegfetzen. Und auch sich ein Level-Up besorgen. Ja, nice. So, dann greifst du mit deiner Stahlaxt den hier an und besiegst den. Komm, das darf jetzt Oswin machen. Ich habe mich jetzt entschieden. Da hat er auch nochmal ein Level-Up. Dann ist er jetzt bei Level 11 wahrscheinlich. Boah, alter Schwede. Alter Schwede. Oh, 50 KP. Alter. So, und dann würde ich sagen, soll Sane mal. Die haben doch alle nur Lanzen, ne? Okay, dann würde ich mal sagen. Und Schwerter natürlich. Okay, dann würde ich mal sagen, soll Sane mit seiner Meisterlanze den hier umbringen. Du, Critical Hit. Mit Acho Karacho gestürmt. Ach ja, Sane, ich glaube, du wünschst dir, dass du so, wie du bei deinen mit deinen Angriffen landest, auch bei den Frauen landest, ne? Ja, ja, das ist natürlich die Sache, Doc, Sane, ne? Aber bei den einen klappt es, bei den anderen nicht. So, Ninian, die hat, glaube ich, auch es wieder verdient, weiterzumachen. So, die haben beide Schwerter. Was machen wir denn da? Wir könnten angreifen. Wie viel würdest du denn mit deinem Klingenmeister abziehen? Oh, du würdest ihn ja sogar nicht killen. Ja gut, das machen wir erst recht nicht. Nee, dann bleib lieber da. Dann bleib lieber da, ist doch sicherer. So, du kannst ja mal, Moment mal, komm, kann der da angreifen? Nee, da kann keiner angreifen, okay. Ja doch, der hier. Der könnte das machen mit seinem Langspeer, okay. Er wird mich zwar nicht killen, aber trotzdem ist mir dann das doch sicherer, hier zu stehen. So, auf den Bergen haben wir gute Verteidigung. Deshalb würde ich mal sagen, soll sich Hies mal hier hinstellen und die beiden Ballisten mal hier abwehren, weil die haben ja nur 5 Schüsse. Ich kann es zwar nicht sehen, aber irgendwann werden die ja wohl da rausgehen. Und deshalb würde ich mal sagen, lassen wir die hier mal angreifen. Und ich würde mal sagen, Raven oder Lynn. Eigentlich ja Lynn, ne? Oder nee, Erk. Erk steht kurz vor einem Level up, ne? Ja, Erk. Dann soll das Erk machen. Moment mal, hier oben sind keine Ballisten, ne? Aber nur halt auch wieder solche Idioten. Feuer. Elfenlicht. Elfenlicht. Wusch. Ja gut, ich denke mal, der hätte nicht getroffen. Aber um sicher zu gehen, brutzeln wir den mal weg. Boah, 47 KP für einen Magier ist auch ganz schön viel. Das muss man auch mal so sagen. Gut, dann soll sich... Der kann da nicht angreifen. Okay, dann sollst du mal dahin gehen mit deinem Langschwert. Oh, Giftlanze, schick. Aber der wird trotzdem nichts machen. Okay, nächste Runde. Und das wird dann der letzte Zug sein des Gegners. Aber so langsam räumen wir hier schön auf. Wenn ich das so sagen darf. Und wieder Critical. Wams. Ja, ja, so ein Crit von solchen Rittmeistern ist auch schon richtig geil. Und solange dieser blöde No Damage einfach mal trocken die Axt rausgepackt und besiegt. Und solange, wie gesagt, dieser Kriegerer da sich nicht bewegt, bin ich sehr zufrieden. Ach, jetzt hat er sich überlegt, ach, jetzt komme ich nicht mehr ins Dorf rein, verdammt, dann werde ich jetzt richtig reinhauen. Aber das ist gut. Das ist gut für unseren Messio. Oder für Dorcas natürlich, wenn er mit der Axt kommt. Ja, fällt mir auch so ein. Die haben viel wenig von der Axt. Ah, jetzt geht der Quatsch wieder los.
Naja, wir haben ja unseren Erk. Dann kann er Raven dann heilen, wenn es soweit ist. Aber muss der mit 37 treffen? Musste er das machen? Eigentlich nicht, ne? Naja, egal. Das Gift wird jetzt auch nicht so schaden. Oh, der dritte Crit hintereinander. Ja, Sane. Es geht echt ab mit dir. Nur halt, nur im Krieg. Nur in dem Kampf hier. Und nicht auf das, wo du es gerne hättest. Aber egal. Ja, auch gute Werte. Oh, Resistenz 14. Nicht schlecht. Ach, wie süß. Ja, ich glaube, so langsam können wir unsere Formation hier auflösen, ne? Ja, was heißt auflösen? Aber ich würde sagen, wir können jetzt so langsam angreifen da. Aber ich muss den Part beenden. Warum trifft der? Warum macht der denn immer noch einen Schaden? Naja, gut, der eine. Naja, egal. Und immer noch kommen da die ganzen Gegner. Alter Schwede. So. Ja, 4 Runden wird das Gift jetzt noch abziehen. Das ist nicht so gut. Egal. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein in diese heftigen Missionen. Es wird wohl noch ganz schön... Oh, der hat einen Wurfball. Das ist natürlich sehr schön, wenn er an den Stahlbogen hat. Ja, okay, ja, das ist natürlich weniger gut. Ein Wurfball ist eine Sache, aber so eine... Sowas ist was eine andere Sache. Da werde ich wohl Matthew da hinstellen und dann soll LeGold ihn dann besiegen. So, ja, die können ruhig alle erstmal kommen. Die können ja, hey, hieß nicht angreifen und ich habe gesagt, ich will den Part beenden. Okay, das mache ich jetzt auch. Gut, also wie gesagt, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.